In diesem Video möchte ich euch eine richtig schöne Münze präsentieren, die leider nicht in meiner Sammlung ist, aber mir wurde dieser kleine Karton kürzlich gezeigt und ich habe gefragt, hey, kann ich da ein Video von machen, weil ich einfach so begeistert war von dieser Münze, die wollte ich euch doch gern auch präsentieren. Deswegen habe ich sie heute mal hier und es beginnt alles mit diesem kleinen unscheinbaren Pappkarton. Wenn man den dann aufmacht, kommt dann dieses Etui hier zum Vorscheinen mit einer schönen Goldprägung hier oben als Schrift. Und wenn wir das Ganze jetzt auf die Seite drehen, da können wir lesen, es handelt sich um den halben Sovereign aus Gold in Gedenken an Elisabeth II. Der erste Sovereign bzw. halbe Sovereign mit dem neuen Motiv von König Charles. Wenn wir das Ganze dann noch einmal öffnen, dann kommt dieses Etui dabei raus. Alles wirklich ziemlich hochwertig, schon an diesem Punkt. Da merkt man schon, man hat etwas Besonderes in der Hand. Dann öffnet man dieses Etui und darin befindet sich dann einmal dieser kleine Informationsflyer. Dann noch einmal mit Informationen zu Elisabeth II. Zum Staatsbegräbnis, zu den bisherigen Gedenkmünzen, zu den einzelnen Jubiläen, zum silbernen Jubiläum in 1977, das goldene 2002, das diamantene 2012 und das Platinum Jubiläum dann in dem Jahr 2022. Dann natürlich der Wechsel zu König Charles. Ein bisschen zur Geschichte des Sovereign. Und dann natürlich die Wahl des Motivs mit dem Wappen, einmal gehalten vom englischen Löwen und einmal vom schottischen Einhorn, in einer sehr prachtvollen Verzierung. Und hier noch einmal Informationen zum neuen Porträt mit König Charles III. Wenn man dann dieses kleine Heftchen beiseite nimmt, dann kommt dieses auf Hochglanz polierte Holzetui zum Vorscheinen mit einer sehr schönen Aufmachung. Glänzt wirklich richtig, richtig stark, ist und nochmal mit ein bisschen Samt, was auch gleich ein paar Fussel anzieht. Und hier sieht man dann übrigens auch mal die Kamera, mit der ich aufnehme. Das Ganze machen wir dann vorsichtig auf. Und da sehen wir dann auch den halben Sovereign hier drin. In polierte Platte. Nochmal deutlich seltener mit der Auflage als der ganze Sovereign. Und wir haben hier oben die Zertifikatsnummer 2142. Schauen wir uns zunächst das Zertifikat an, bevor wir noch einmal uns die Münze im Detail anschauen. Ausgabenummer 2142. Ein halber Sovereign aus 916, zwei Drittel Gold geprägt mit einem Gewicht von 3,994 Gramm.
Der interessanteste Punkt hier mit Sicherheit die Auflage. Maximal gibt es 6480 Münzen in dieser Form mit dem Etui, maximal 3000 Stück. Natürlich auch nochmal mit Hologramm, um das Ganze vor Fälschungen besser zu schützen. Und dann kann man das Ganze hier rausnehmen. Einmal, hier unten sind zwei Magnete eingearbeitet, kann man das Ganze hier dann aufstellen. Da ist dann etwas Metall verarbeitet. Könnte man also auch so präsentieren, wie es ja auf den ganzen Pressebildern auch zu sehen ist. Und wir nehmen jetzt die Münze hier einmal vorsichtig heraus, dass ich sie euch einmal komplett zeigen kann. Auch hier nochmal der Aufsteller wieder mit Samt an der Unterseite, dass das wirklich alles so hält, wie es sein muss. Also über die Verarbeitung des Ganzen kann man wirklich nichts sagen. Absolut hochwertig. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Würde ich mir bei den deutschen Gedenkmünzen zum Teil auch wünschen, dass es da auch mal so eine Luxusvariante geben würde. Hier also nochmal das Motiv der Vorderseite. Und dann drehen wir das Ganze um. Hier oben übrigens dieser kleine Kleber, den lasse ich natürlich dran. Ist ja nicht meine Münze. Nochmal das Qualitätsmerkmal, wer verpackt hat. Und hier sehen wir eben das neue Porträt mit Charles III. Und man kann sagen, was man will. Die Briten haben, was Prägen angeht, einfach auch ein absolut feines Gespür. Da kann man natürlich nichts sagen. Das also der halbe Gold Sovereign mal als Präsentation auf diesem Kanal. Ich habe gedacht, dass in so einem schönen Etui muss man einfach mal gezeigt haben, was es da so von der Royal Mint gibt. Wenn alles gut geht, kann ich euch zeitnah nochmal eine andere Münze vorstellen, die auch nochmal richtig interessant ist. Das wurde mir schon gesteckt, dass ich da die Chance bekommen werde. Und ich hoffe erstmal, das Video hier hat euch gefallen, diese kleine Präsentation. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!